online kaufen. Mit der Idee ist Mr. Spex 2007 in den Markt getreten und war erstaunlich erfolgreich. Neben mir sitzt jetzt der Geschäftsführer fürs Marketing von Mr. Spex, Mirko Kaspar. Mirko, du bist 2011 ins Unternehmen gekommen, also 4 Jahre nach der Gründung. Was für Themen bist du da als allererstes angegangen? Mr. Spex war bis zu dem Zeitpunkt primär ein Händler von Kontaktlinsen und Sonnenbrillen. Mit der klassischen verschreibungspflichtigen Brille hatten wir noch nicht die Wachstumsraten, die wir in den anderen Geschäftsbereichen erreicht hatten. Das heißt, das Erste war, dass wir uns nochmal sehr genau den Markt angeschaut haben und nochmal ganz genau verstehen wollten, was erwarten die Leute vom Brillenkauf, wann kaufen sie eine Brille, wenn sie darüber nachdenken, eine Brille online zu kaufen, was sind die Bedürfnisse, die sie haben, was sind aber vielleicht auch die Ängste, die sie haben. Wir haben uns wirklich den Prozess nochmal sehr, sehr kundenorientiert angeschaut, um uns genau zu überlegen, wie wollen wir uns im Markt positionieren. Gehen wir über die etwas preiswerteren Modelle rein, gehen wir über die hochwertigen Markenmodelle rein, wie wir das getan haben und sehr hochqualitativ. Und nachdem wir das einmal entschieden haben, haben wir dann die Kommunikationsstrategie danach ausgerichtet, haben sowohl die TV-Spots, die Online-Kommunikation und aber auch den Betreuungsprozess angepasst und sind damit dann sehr, sehr erfolgreich auch im klassischen Brillenbereich gewesen. Und mit dem Momentum sind wir jetzt dann auch zum Marktführer geworden in Europa in den letzten Jahren. Also Kontaktlinsen war wesentlich einfacher, in den Markt einzudringen, weil es einfach nicht so beratungsintensiv ist. Jetzt ist es euch mit der Brille aber auch gelungen. Was sind denn so die Ängste der Kunden, die man dann vielleicht online nochmal wegnehmen muss? Ja, im Wesentlichen war es einmal so, dass sie gesagt haben, wie soll denn das funktionieren? Ich muss die Brille doch mal anpassen können. Wo kriege ich denn meine Sehwerte her? Was ist, wenn da irgendwas nicht passt? So. Und dann haben wir gesagt, na gut, dafür gibt es ja alles eine Lösung. Also wir haben sehr umfangreiche Filter, über die man sich schon mal informieren kann, welche Brille ist denn die, die mir so ungefähr gefällt. Dann haben wir eine 3D-Anprobe, wo ich über die Webcam tatsächlich virtuell die Brille schon mal anprobieren kann, sodass ich sehe, steht die mir denn auch. Und zusätzlich schicken wir dann bis zu vier Brillen kostenlos nach Hause, dass ich sie tatsächlich nochmal anprobieren kann, unsere sogenannte Ansichtsbestellung. Und jeder Brille liegt zum Schluss eben auch noch ein Anpassgutschein bei, sodass, wenn ich irgendwas habe, ich zum lokalen Optiker gehen kann, lass die Brille anpassen. Und so haben wir tatsächlich in jedem Schritt die Bedürfnisse und vielleicht auch die Ängste hier und da der Kunden adressiert. Und dadurch, dass alles kostenlos ist, das ganze Hin- und Rückschicken, die Services und ich 100% Rückgaberecht habe, selbst auf geschliffene Gläser, dadurch ist das Risiko auch komplett weg. Und dann war die Aufgabe, diese Story auch den Konsumenten zu erzählen. Denn sie sparen eine ganze Menge. Das haben wir eben auch herausgefunden. Wenn jemand sich mit dem Thema Brille online beschäftigt, im Allgemeinen ist es schon die Ersparnis bei einem sehr, sehr guten Produkt, was die Leute dann dazu treibt, auch mal online zu gucken. Also ihr musstet den Kunden ganz schön an die Hand nehmen, wahrscheinlich mehr als andere E-Commerce-Plattformen, und habt dann vor allem die Kunden gewonnen, die preissensitiv denken. Sind die dann auch loyal? Also kommen die dann immer wieder oder probieren die das einfach nur mal aus und sagen dann, ja, ist eigentlich nicht so ein großer Mehrwert? Ja, ich würde erstmal nochmal sagen, ich glaube, es sind nicht notwendigerweise die, die nur preissensitiv sind, sondern wir haben ja das größte verfügbare Markensortiment in Europa. Das heißt Prada, Gucci, Ray-Ban, Jil Sander, das ist die komplette Markenflöte in Anführungszeichen. Und das heißt, wir haben schon Kunden, die eben Wert legen auf eine schöne Brille, auf eine Brille, die man auch sieht im Gesicht, ja, und mit qualitativ hochwertigen Gläsern. Das wollen die schon. Das kostet in Deutschland aber sehr, sehr schnell mehrere hundert Euro. Vielleicht auch über 1000. Und jetzt haben sie gemerkt, dass ich eben eine schöne Brille mit Supergläsern auch zu sehr, sehr guten Konditionen bekommen kann. Das sind die Kunden. Die Kunden kommen über qualitativ hochwertige Brillen mit einer Preisersparnis, weil sie smart über eine neue Art und Weise kaufen können. Also sie kommen wegen der guten Gläser und dann bleiben sie wegen dem Preis. Wie haben denn dann die Hersteller darauf reagiert? Wenn ihr quasi so mit dem Preis kämpft, fanden die das gut? Haben die euch dabei unterstützt oder musstet ihr da einige Türen erstmal einrennen?
das Modell von Mr. Spex ist, dass wir zu den Rahmen oder dass im Preis der Rahmen die Gläser inklusive sind. Deshalb spart man, wenn man nur auf den Rahmen guckt, spart man vielleicht mal 10%. Manchmal zahlt man auch das Gleiche wie beim traditionellen Optiker. Aber beim traditionellen Optiker ist es ja oftmals so, man schaut im Schaufenster, sieht, da kostet eine Brille 200 Euro, ich gehe rein, aber was ich dann bezahle, ist 500, weil die Gläser eben nochmal 300 Euro gekostet haben. Und bei uns habe ich von vornherein eine Transparenz, die schon normal gehärtete, entspiegelte, mit 100% UV-Schutz Gläser sind schon im Preis mit drin. Und das ist das, was die Preisersparnis schafft. Und damit haben die Händler auch kein Problem. Denn einen Prada, Gucci etc., die hätten sicherlich ein Problem, wenn wir die Rahmen reduzierten. Bei den Gläsern einen sehr, sehr guten Preis oder sie eben für umsonst zu geben, damit haben die Rahmenhändler kein Problem und die Linsenhersteller auch nicht, denn die wollen ja auch eher mehr Gläser verkaufen als weniger. Das heißt, wer höchstens noch was dagegen haben könnte, sind dann ja die stationären Optiker, die arbeiten aber teilweise mittlerweile auch mit euch zusammen. Wie habt ihr das hinbekommen? Ja, du spielst auf unser Partnerprogramm an. Wir haben über 500 Partneroptiker in Deutschland. Für uns ist das tatsächlich ein Partnerprogramm. Wir haben aus der Erfahrung heraus, dass natürlich ein Sehtest ab und zu mal benötigt wird oder eben eine Brillenanpassung oder jetzt auch neuerdings eine Kontaktlinsenanpassung. Aus der Erfahrung heraus haben wir uns natürlich überlegt, okay, wie kann man das machen? Und wir kannten eben natürlich einige Optiker, die auch teilweise zu uns den Kontakt gesucht haben oder wir zu denen, um einfach zu erfahren, wie geht es mit dem Online-Brillenkauf, was passiert da im Internet jetzt in unserer Branche. Und dann haben wir einfach gesagt, Mensch, pass mal auf, wollen wir da nicht partnerschaftlich zusammenarbeiten? Wir machen Werbung im TV, wir machen Werbung online, wir haben eine große Präsenz, wir sprechen eine Zielgruppe an, die ihr alleine so nicht ansprechen könnt. Und wie wäre es, wenn wir euch unsere Kunden in den Laden schicken, ne, und euch dafür bezahlen, dass ihr Services bereitstellt und einen kleinen Umsatzanteil zahlt? Würdet ihr Lust? Würdet ihr das machen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, schauen wir uns mal an und dann haben wir es getestet. Und so arbeiten wir zusammen. Wir arbeiten mit den Optikern zusammen, die das Internet als Chance erkennen. Und mit denen setzen wir uns hin und sagen, Mensch, pass mal auf, wie finden wir denn hier eine Balance, dass da beide von profitieren? Und der große Nutzen für den lokalen Optiker ist, dass er mit uns gemeinsam in den Kanälen werben kann, in denen er es alleine nicht kann, für eine Zielgruppe, die er alleine nur sehr schlecht ansprechen kann und damit eben was hat im Wettbewerb gegen große Filialisten wie Apollo oder Fielmann. Also die kleinen Händler sind natürlich nicht eure Konkurrenz. Wer ist denn die größere? Solche Läden, Ketten wie Apollo oder Fielmann oder auch andere Online-Konkurrenz wie Brille24? Ich glaube, wir haben schon eine gewisse Sonderstellung im deutschen Markt, dass wir uns eben mit einem Schwerpunkt, mit der Markenbrille befassen. Mit der Brille als Accessoire und das eben bundesweit. Das tut kaum jemand. Fielmann ist nicht auf dem Thema positioniert, Apollo ist nicht auf dem Thema positioniert. Und wenn das jemand macht, schöne Brillen, tolle, schöne Brillen, ja, dann ist es meistens ein kleiner lokaler Optiker. Bundesweit sind wir da relativ allein. Und deswegen, jeder, der Brillen anbietet, ist im Prinzip sozusagen im selben Markt tätig. Wir versuchen eben, tolle Brillen in einem intelligenten neuen Art und in einer intelligenten neuen Art und Weise den Kunden zur Verfügung zu stellen, sodass sie eine Menge Geld sparen, weil wir es einfach smarter machen. Und diesen Weg gehen wir, unabhängig davon, wer sich sonst sozusagen noch im Markt tummelt. Ihr hattet jetzt erst vor kurzem eine neue Finanzierungsrunde hinter euch. In welche Richtung wird jetzt investiert? Ja, das sind im Wesentlichen drei Themen. Also wir wollen die Marktführerschaft in Europa ausbauen. Das heißt, wir investieren in den internationalen Märkten. Wir bauen weiter unser lokales Serviceangebot aus, sowas wie eine Kontaktlinsenanpassung, also Kontaktlinsen testen, hatte ich schon angesprochen. Wir haben erste Tests, wo wir beim Optiker lokal Gleitsichtbrillenangebote haben und wir investieren also in Multikanal. Und das dritte ist, wir wachsen unsere Logistik und unsere IT-Systeme müssen mitwachsen. Dort investieren wir einfach auch in die Prozesse und in die Logistik. Also, Mr. Spex ist auf Expansionskurs. Vielen, vielen lieben Dank für das Interview.